Ich weiß nicht, was die Aufnahme gemacht hat, aber sie hat gemeint, immer ab einem bestimmten Punkt asynchroner zu werden. Was meint ihr, was ist das für eine scheiß Fitzelfurz-Arbeit, ich mit den letzten Brettern? Mir schlottern die Knie. Mach Schnippschnapp, bitte. Wenn du hier schon so ein Chunk-Game machst. Ne? Ja. Jawoll. 20 Münzen. So gesehen, eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut, dann ist das Kackspiel weg. Und dann hey, aus der Stadt der Ewigreichen. Das ist eine sehr komische Beschreibung für dieses Brett, aber willkommen zurück zu Mario Party 8. Hier in Kuppelstadt der Mogule, wo jeden Moment Todd sich sein Hotel zurückholen wird. Aber egal, diesen Fakt überblenden wir jetzt einfach mal gekonnt. Weiß auch nie, soll mich das jetzt stören? Irgendwie schon. Komm, 666! Oh mein Gott! Es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Ich werde wahnsinnig, es hat funktioniert! Ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind, das sich in den Wasser geschissen hat. Warum sich so ein Kind freut? Weil es lustig ist! Ja, ich bin schon wieder bekifft, ich weiß. Nimm mir ruhig mein 3-Sterne-Hotel ab, ist mir scheißegal. Ich hol mir jetzt eins, du Scheißpilz. Ist mir so scheißegal. Ist mir so scheißegal. Ich komm da bestimmt nochmal vorbei an dem Eck und dann hol ich's mir einfach wieder. Hast du gehört? Dann hol ich's mir einfach wieder. Wir hören jetzt einfach die Hotels auf den Glücksfeldern und dann Ding. Aber gleich nicht mehr. Gleich nicht mehr. Du Dreckspilz, du Elendiger. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Das Gute ist, die anderen haben kein Geld. Insoweit muss ich mich nicht ums Investieren wirklich groß besorgen. Außerdem hätte ich einfach ein bisschen vorausschauender agieren können, ein bisschen mehr investieren können, aber egal. Das sind ja nur unnötige Formalitäten, nicht wahr? Oh ja, ich weiß schon ganz genau, was ich mache. Ich weiß schon ganz genau, wie ich das mache hier. Rotationsbusse, holy crap. Das muss ich jetzt erstmal gewinnen. Das muss ich jetzt in der Tat erstmal gewinnen. Aber im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus. Was markiert hier eigentlich, ihr Trottel? Hallo, danke. Ich wundere mich gerade schon, was machen die eigentlich? Nein, doch kein Pilz, Trottel. Was machen die? Ja, gut, das war jetzt mit meiner Schuld. Das muss ich so auf mir sitzen lassen. Yoshi, ey. Jawohl! Kommt! Das letzte schaffen wir jetzt auch noch! Ja! Bitch! Geht doch! Alter! Aber Alter, ich hatte echt nicht erwartet, dass wir das gewinnen. Aber cool! War außerhalb der Planung, aber kann jetzt mit einberechnet werden. Um den dicken Saftsack mache ich mir ehrlich gesagt am wenigsten Sorgen. Der Lila ist jetzt auch nicht so der Schrecken, aber der Pilz, der muss weg. Der Pilz, der muss weg. Oh nee, was soll die Kacke denn jetzt? Bananalumesine! Alles klar! Was macht der eigentlich? Er will
Geld investieren. Und wie viel? Is this guy insane or what? Aber okay, gut. Bowser. Was macht der eigentlich? Nimmt der mir Geld ab in meinem Hotel oder was? Ich schätze mal. 8, sehr nice. Sehr nice. Ich investiere jetzt rein. Es muss auf jeden Fall mehr sein, dass der sagt, wenn er nochmal hierher kommt, nicht wieder hier so viel rein investieren kann. Kommt der hier nochmal her? Ich gehe auf Nummer sicher. 23. 23 Münzen. Das Ding muss gesichert sein. Sprich, wenn er mit 10 Münzen hierher kommt, kann er nicht genug investieren. Danach die Theorie war, auf den ersten beiden Feldern sind ja Münzen und alles. Und jetzt sieht das Ganze doch schon wesentlich besser aus. Wesentlichst besser. Oh ja. Als nächstes wird in den Schuppen da investiert. Dann gehört der 3-Sterne-Schuppen hier. Und dann überhole ich den hier. Auf welches Feld will der jetzt? Das frage ich mich. Will der auf den Banditen spekulieren? Das ist das einzige Feld, was in meinen Augen Sinn ergibt. Nein, kein Bock. Weil da auf dem Fragezeichenfeld da wäre Bandit gewesen. Sprich, er hätte mir Geld abgenommen. Aber den seine Investitionen jucken den halt kein bisschen scheinbar. Investiert er jetzt da wieder? Wahrscheinlich, oder? Ja, investiert er alles? 13. Damit er genau 3 übrig hat, die er jetzt auf dem roten Feld verlieren kann, oder was? Das ist schon witzig. Das ist schon wirklich witzig. So, alle gegen Waluigi. Der Tod kriegt dann immer mehr Geld, aber noch mache ich mir, wie gesagt, keine Sorgen um ihn. Nicht ernsthaft. Noch habe ich ihn ja unter Kontrolle. Oh, Bonus-Minispiel. Ja, okay, gut. Hat auch seine Vorzüge. Gibt's halt für alle Geld. So. An und für sich nichts Schlechtes. Nun gut, dann wollen wir mal beginnen. Das lief schon mal super. Zum Glück haben wir einen Toad. Ich fange einfach die Stachie-Eier ab. Okay, Leute, machen wir das so. Alles klar. Nein! Nein, die Münze ging daneben. Aber wir haben trotzdem 15, geil. Aber hier haben es die 3 Leute, die es nicht einfach haben. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wie die Dinger schaffen können, in der Luft zu schweben, aber they can't just because. Dann mit 67 Münzen bin ich verdammt gut dabei. Aber fuck, die können jetzt dann in mein Hotel investieren. Nein! Ich brauche meine 2 Sterne da hinten. Nein, 4, 10, 9, gut. Okay, das Glücksfeld ist mal wieder außerhalb meiner Reihe. Das ist genau 6 Felder wieder mal von mir entfernt. Und er hat schon wieder ein Pleitebonbon. Will er mich eigentlich verarschen? Wow! Ey, ich stand natürlich schon Sorgen, aber nee. Oh nee, boah, ist hier keine Scheiße. Okay. Geld. Aber ich hatte schon Schiss. So, jetzt wird investiert kräftig. Gleich. 7. Das ist natürlich 1 drüber übers Glücksfeld, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. 42 Münzen. Lego Mio. Dann investieren wir.
nicht so viel. Chill. 47. That's my bitch. Drei Sterne für mich. Yeah. Und drei Sterne weniger für Waluigi. Boah, Alter. Das Brett ist schon cool. Oh, nee. Ja, Rotes. Und der profitiert die ganze Zeit von den gemeinsamen... Mach die jetzt vier. Bitte mach vier und geh nach oben. Bitte. Ich fände das so geil, wenn er das jetzt machen würde. Er macht fünf. Wozu? Da investiert er jetzt erstmal alles rein. Das ist mir auch klar. Ja, das war klar. Und zu erwarten. Ich könnte ihm schon wieder in zwei Sterne schuppen. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, jetzt gibt es nur noch zwei oder drei Sternhotels auf der Map. Alles klar. Der verliert einen. Was? Das kenne ich gar nicht. Alles klar. Oh, das war nix. Ah, witzig, wie die die Dartscheibe hier eingebaut haben. Der kann 20 Münzen gewinnen. Wie geil ist das denn? Da ist ein Checkpot drin eingebaut. Alles klar. Was macht der jetzt? Will der... Wohin will der? Das ist die Frage. Zu mir. Okay. Wenn er das möchte, soll er ruhig kommen. Seit eins in den Glücksfeld kann ich auch nichts ändern. Oh ne, flap, 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 flap. Der andere Kack. Was war die Scheiße? Tja, über den Betrag kommt ja halt nicht hinaus. Tut mir leid. Aber ich finde schön, wenn ihr alles so schön investiert. Weil dann ist sie wahrscheinlich größer, dass mir bald ein Drei-Sterne-Hotel da oben rechts gehört. Ja, hör auf rumzubringen, Yoshi. So schlimm ist das denn auch nicht. Two and two. Wenigstens bin ich auf einer gescheiten Seite hier. Hauptsache der Toad kriegt kein Geld. Das ist das Wichtigste. Ja, okay, gut. Dann machen wir mit einem Bonus-Minispiel einen Strich durch die Rechnung. Ist mir scheißegal. Hauptsache ich krieg Zaster, Moneten, Money, Ares. Ihr wisst ja, wie das ist. Aua. Nein, das war meine Münze. Ich will das Geld. Ach so. Stimmt, Wario ist ja bei mir. Hab ich gerade schon vergessen. Nein, das war meine Münze. Alter! Ja! Gekriegt! Ha! Nice! Okay, 13. Runde war das jetzt. Das heißt, wir sind jetzt bei der 14. Ne? Oder habe ich das System immer noch nicht kapiert? Ja. Gut. Das heißt, das ist die... Zerstücke den Waluigi. Oder den Toad, den hast du noch nie zerstückelt. Wow, er hört auf mich. Warum hat man dieses Kackbonbon überhaupt hier auf diesem Brett eingebaut?
Es wäre witzig, wenn das eigene Gesicht auch noch auf der Dartscheibe wäre, aber ganz so fies von mir dann doch nicht sein, nicht wahr? So, wie viel investiere ich jetzt eigentlich in meinen eigenen Schuppen? So viel, dass es zum 3-Sterne-Hotel wird, natürlich eigentlich. Springbonbon, das kann sich noch als praktisch erweisen. So. Wie viel brauche ich denn? Also drin sind 36. Okay, das heißt, wir brauchen 14. Dann machen wir das doch. Ja, 14. Nice! Damit gehört das Ding nach wie vor mir. Und ein noch zusätzlicher Stern. Auch noch! Gut. Und ich lande beim Waluigi, alles klar. Und er will Fitness 6. Okay. Und ihm nichts bringt. Ihm auch nichts bringt. Okay. Was ich übrigens noch erwähnt haben wollte beim letzten Brett, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, war es teilweise, streckenweise manchmal ein bisschen asynchron, ne? Ich weiß nicht, was die Aufnahme gemacht hat, aber sie hat gemeint, immer ab einem bestimmten Punkt asynchroner zu werden. Was meint ihr, was das für eine scheiß Fitzelfurzarbeit ich mit dem letzten Brett hat? Mir schlottern die Knie. Mach Schnippschnapp. Bitte. Wenn du hier schon so ein Chunk-Game machst. Ne? Ja. Jawoll. 20 Münzen. So gesehen, eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut, dann ist das Kackspiel weg. Ja, ich glaube nicht, dass Kampfminispiele doppelt vorkommen können. Ich bin Dritter. Natürlich ist der Tod Letzter. Was denn auch sonst? Also wir wissen ja, 4 Seile sind manipuliert. Gut. Wie viel haben wir überhaupt insgesamt? 10 Stück, ne? Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Scheiße ziehe, ist 4 zu 6. Jetzt ist die schon mal nur noch 3 zu 5. Ich habe ehrlich gesagt einfach irgendwas genommen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. 3 zu 4. Oh. 3 zu 3. Dass er jetzt Kacke zieht. Als ob da jetzt nur noch 2 dabei wären, die gut sind und 2 die 3 die scheiße sind. Was eigentlich das links daneben? Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. 2 zu 1. 2 zu 1 die Wahrscheinlichkeit, dass er Kacke zieht. So, dass er es richtig macht. Es gibt's nicht. Warte, jetzt sind doch eigentlich nur noch 2 Kackstrippe übrig, oder? Oder ist jetzt noch 1 Kackstrip? Doch, 1 ist Kackstrip. Und den erwischt natürlich. Dieses Minispiel ist verflucht. Aber trotzdem müsste ich eigentlich mehr als meinen Einsatz zurückbekommen. Eigentlich müsste ich meinen Einsatz zurückbekommen. Ja, krieg ich auch. Immerhin etwas. Nichts gewonnen, nichts verloren. Warte, wir sind jetzt Runde 15, okay. Ich weiß noch mal überprüft haben. Ja, nein, so war das nicht gemeint. Da stehen die da alle auf einem Fleck. Habe ich irgendwas, um euch fertig zu machen? Ich habe ein Springbonbon und dann wüsste ich immerhin, auf welchem Feld ich landen würde. Wenn ihr dann auch was. 8. Ich würfel nur noch 8er. Ja gut. Schlechtes, aber. Trotzdem. Was ist das denn so?
wechseln. Als Erstplatzierter, da kriege ich wohl kaum was Gescheites bei rum. Und wenn ich Glück habe, investieren die jetzt da alles rein in die Bonbons und können dann ins Hotel nichts mehr investieren, vor allem der Mario. Die alte Kackbratze. Hat verdammt viele Moneten. Wenn sich das Hotel sowas von unter den Nagel reißen, ich sage, ich schaffe es, das nächste Minispiel zu gewinnen. Oder investiert in Bonbons. Oder man macht's auf die Kack-Variante. Fünf, sag ich. Sag ich fünf? Wozu fünf? Okay, Adi. Holy shit, ich dachte, er hat die Zähne erwischt, aber das war die Eins. Oh, no! Entweder ich erobere das Hotel oder ich hole mir das vom Tod. Ich muss nicht mehr das vom Tod holen. Scheiß auf das Hotel. Scheiß auf das Hotel, ja. Ist doch scheiß wurscht. Hauptsache der Tod. Er kann es nicht lassen. Er kann es nicht lassen, oder? Seit wann denn so taktisch? Ach ja. Gut, ein letztes Minispiel für diesen Part. Im Moment läuft's ja, aber man muss eigentlich für böse Überraschungen hier gewappnet sein und das bin ich nicht. Das bin ich überhaupt nicht. Pogo Party. Das ist eigentlich ein Minispiel, das ich gewinnen kann. Und auch sollte. Kommt auch noch ganz entscheidend hinzu. Komm, gib mir die blauen Pillen. Ich bin nicht so Matrix-like, ich nehme lieber die blauen Pillen. Und zwar 50 Stück, wenn es geht. Ich komm schon, gebt sie mir. Hopp. Danke. Ich wollte gerade schon sagen, what the fuck? Aber nein. Alles für mich. Sehr schön. Gut, dann bedanke mich für eure Aufmerksamkeit in diesem Part. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Mario Party 8 und so ein bisschen. Und ciao.